Pöttler hat diese Lust an der Landschaftsgestaltung gefunden, wofür es dann ja den schönen Begriff der Parkomanie gibt. Die Parkomanie brauchte Pöttler wahrscheinlich an keinem anderen Ort als in Branitz. Ja, Parkomanie verbindet man mit Pöttler. Was wirklich phänomenal ist, ist die Größe des Muskauer Parks. Er umfasst ein bisschen mehr als 830 Hektar. Dazu kommen Tierparks, Jagdparks, die nochmal über herrschaftliche Wege angebunden sind an den Muskauer Park. Wenn man das noch dazu nimmt, ist man jenseits der 2000 Hektar. Aber wenn wir schon bei den 830 Hektar bleiben, dann können Sie den Tiergarten in Berlin, den Englischen Garten in München und Sanssouci nehmen, das alles hochrechnen zu einer Größe und haben in etwa die Fläche, die der Muskauer Park einnimmt. Also gewaltig, 50 Kilometer Wege und ein sehr schönes, pittoreskes, künstliches Gewässersystem, was immer wieder mit überraschenden Einfällen und vor allen Dingen auch mit Wasserfällen aufwartet. Ich spreche mal gerne von drei Besonderheiten. Eine ist klar fürs Pöttler. Und dann sind es die zwei Besonderheiten, dass es sich um eine deutsch-polnische Anlage handelt mittlerweile, was man dem polnischen Staat, den polnischen Kollegen gar nicht hoch genug anrechnen kann, dass sie sich dieses Erbe eines preußischen Fürsten nach 1945 angenommen haben. Und die andere Besonderheit ist einfach die stilistische, dass wir hier einen sogenannten klassischen Landschaftsgarten fast in Reinkultur vorfinden. Um es auf eine kurze Formel zu bringen, es ist nur mit dem gestaltet worden, was die Natur, was die Landschaft anbietet. Der Fürst Pöttler Park Bad Muskau ist im Jahr 2004 in die Liste des Weltkulturerbes als größter Landschaftspark Zentraleuropas aufgenommen worden. Von der Gesamtfläche von über 800 Hektar befinden sich zwei Drittel des Parks auf der polnischen Seite. Er ist zwar durch die Lausitzer Neiße getrennt, aber durch zwei Brücken miteinander harmonisch verbunden. Polen und Deutsche bemühen sich gemeinsam, das nach dem Krieg zertrennte Erbe Pöttlers zu pflegen. Fürst Pöttler Muskau hat hier eine Landschaft geschaffen, die scheinbar nie endet. Denn es ist das Meisterwerk einer Illusion, dass das, was wir sehen, ständig weitergeht. Auf der polnischen Seite gibt es Landschaftsszenerien, die primär nicht mithilfe von Bauwerken oder Architektur entworfen sind. Diese Gartenarchitektur, die großartigen Ausblicke von den Neißehöhen, die wohlgesetzten Blickachsen, fokussiert die Aufmerksamkeit des Betrachters ständig auf das Innere des Tals der Neiße und immer wieder auf das wunderbare, imponierende Schloss. Pöttler war es wirklich eine Leib- und Magensache. Und vor allen Dingen war es bei ihm auch eine philosophische Grundhaltung. Das geht auch rein in den Pantheismus, dass er nun wirklich in diesen Schöpfungen von Natur und Landschaft da auch vermeinte, eine höhere göttliche Idee zu entdecken. Und diesen Impetus trägt er in das Muskau-Neiße-Tal rein und schaffte eine berauschende Landschaftssymphonie, die uns heute gerade in dem restaurierten Zustand immer wieder zu begeistern weiß. Als er hier im Park anfing, war er schon 60 Jahre alt. Muss sich vergegenwärtigen, mit welcher Ausgangslage er hier zu tun hatte, als er 1845 nach dem Verkauf seines Lieblingswerks Muskau noch mal von vorne anfangen musste. Diese Ausgangssituation überhaupt kein natürlich reizvolles Areal vorzufinden, sondern wirklich aus dem Nichts zu gestalten. Und Pöttler hat auch immer wieder die Situation mit dem Gestalten einer Oase inmitten einer Wüste verglichen, zu Recht. Denn dazu kommt nämlich noch, dass die Erde hier sehr, sehr sandig ist, sehr leichte Erden, das Wasser läuft weg. Und die Aufgabe bestand darin, Gewässer zu gestalten. Es sind insgesamt 6 Hektar an künstlichen Gewässern entstanden.
Branitz hat insgesamt jetzt eine Fläche von 622 Hektar. Für den Fußballfreund ganz einfach, es sind etwa 900 Fußballfelder. Zur Zeit des Fürsten Pückler in den über 25 Jahren der Gestaltung wurden hunderttausende Bäume gepflanzt, viele davon natürlich kleiner, einige davon aber auch beträchtlich groß, die zumeist so zwischen 6 und 15 Meter hoch waren. Mit seiner speziellen Verpflanzmaschine wurden in den ersten 5 Jahren der Gestaltung 700 große Bäume über Land hier an diese Stelle gefahren und entsprechend gepflanzt. Eine irrwitzige Leistung. Sein Park hier ist gespickt von Eindrücken seiner vielfältigen Reisen, die er unternommen hat, seit seinen Jugendwanderungen, die ihn in den südländischen Raum geführt haben, bis zum Schluss in den Orient, 1834 bis 1840. Höhepunkt sicherlich die in dieser Form einmaligen Erdpyramiden, die er gestaltet hat. Er wirft alles quasi in einen Topf. Er nutzt es und spielt damit, wie es ihm beliebt. Er muss es niemandem recht machen. Er ist auf seinem Eigenbesitz hier. Er kann tun und lassen, was er will. Und das lebt er voll und ganz aus. Pückler war ja nicht nur ein großartiger Landschaftsgartenkünstler, sondern er hat ja auch hervorragende Schriften verfasst. Nicht nur die Briefe eines Verstorbenen, sondern eben 1834 die Andeutung über Landschaftsgärtner, die haben eingeschlagen. Das Buch wurde bekannt in Europa und Übersee und er hat es dem Prinzen Karl von Preußen gewidmet, der hier in Glienicke ähnliche Landesverschönerungen bzw. Kulturlandschaften errichtet hat mit dem großartigen Landschaftswerk. Und er hat Kontakt geknüpft zu Augusta und Wilhelm und dadurch hat man sich entschieden, hier Pückler zu beauftragen und das, was er hier geschaffen hat, auf der Basis von Lené weitergeführt hat, ist genial. Dieser Park wurde begonnen um 1830. Er hat ein Areal heute von ungefähr 140 Hektar. Das ist beträchtlich, halb so groß wie ganz Sanssouci. Kennzeichnet sich dadurch, dass über dem Meeresspiegel 40, 50 Meter Höhe da ist. Und Pückler konnte die technischen Innovationen nutzen, nämlich die Erfindung der Dampfmaschine, sodass das Wasser hochgepumpt werden konnte, was möglich war, dass dadurch, dass Wilhelm Kronprinz wurde, mehr Mittel zur Verfügung hatte, viel mehr Mittel als Lené, der ja hier begonnen hatte mit der Erschließung der Wege und auch des Pleasure Grounds. Die Umsetzung dann zur höchsten Stufe hat dann Pückler erreicht. Parkomanie hier auf dem Dach der Bundeskunsthalle bedeutet die Möglichkeit, in die Gartenlandschaften des Fürsten Pückler auf einem Dach einzutauchen. Wir haben lange überlegt, wie können wir die Idee des Landschaftsgartens, wie Pückler ihn kultiviert hatte und entwickelt hatte, hier auf dem Dach umsetzen. Eine große Herausforderung. Wir haben überlegt, dass wir nicht versuchen werden, hier einen Landschaftsgarten en miniature aufzubauen, sondern wir nehmen ein ganz charakteristisches Element, ein charakteristisches Merkmal, und zwar den Pleasure Ground. Nach Pückler ist der Pleasure Ground sozusagen die Verlängerung der Wohnung ins Freie, der Salon unter freiem Himmel. Man hat nicht nur wunderbar bepflanzte Beete, Törtchenbeete mit auf glasierten Ziegeln drumherum, sondern zum Beispiel kleine Architekturen wie die Rosenlaube, die zu uns aus Branitz gekommen ist, die hier sehr aufwendig restauriert worden ist und in der Mitte mit der Büste der Henriette Sonntag prangt, einer berühmten Opernsängerin, die Pückler sehr verehrte. Der Landschaftsgarten zeichnet sich dadurch aus, dass er das Schöne mit dem Nützlichen verbindet. Und das bedeutet, dass neben ästhetischen Genüssen wie Blumenbeeten, wie Sträuchern, wie wunderbaren Gehölze auch noch Zonen gibt, die den Nutzpflanzen vorbehalten sind. Also Sie finden bei uns hier Gemüse, gemischt mit Blumen, auch Petersilie zum Beispiel, ganz wichtig, sein Lieblingsgewürz, Petersiliensuppe, Petersiliensalate standen oft auf dem Branitzer Speiseplan, aber auch ganz wichtig die Baumuniversität. Pückler
wusste, dass die Gehölze eines der wesentlichen Merkmale eines Landschaftsgartens sind. Und wir haben hier Gehölze, die wir aus Branitz und Muskau hierher geholt haben. Und die können unseren Besuchern einen Eindruck vermitteln, welche Baumarten in diesen Parks eingesetzt worden sind. Ja, das Spannende dieses Projektes ist eben die Möglichkeit dieser beiden Erlebnisräume, wie ich das nenne. Der Garten und die Ausstellung, die sind komplementär. Das, was man auf dem Dach erlebt, mit naturgestalteten Räumen, erleben wir unten mit Artefakten. Und das Wunderbare bei Pückler ist, dass er Parks gestaltete, die seinen Lebenslauf bestimmten. Und in diese Parks schreiben wir die Lebensgeschichte Pücklers ein und auch seine anderen Interessen und Betätigungsfelder. Er war Schriftsteller, er war Reisender, er war ein Sammler. All das können Sie unten wunderbar erleben.